Ja, hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reingeschaltet habt zu dieser nächsten Videofolge. Und ja, ich würde sagen, letztes Mal oder vor ein paar Tagen, wenn ihr die Videos relativ aktuell schaut, habe ich ein neues Projekt vorgestellt, welches momentan in der Entwicklung bei Aschett Collections Deutschland ist. Und zwar den Flugzeugträger Graf Zeppelin. Den haben wir uns angeschaut, beziehungsweise die erste Ausgabe haben wir uns angeschaut. Der Testlauf ist vor wenigen Wochen ja gelaufen und netterweise hat Aschett Collections mir die Ausgaben zur Verfügung gestellt, damit ich sie mir anschauen kann und mit euch natürlich auch teilen kann. Und dann können wir uns alle nochmal eine Meinung bilden über dieses potenziell neue Projekt. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass sehr viele in der ersten Folge mit eingeschaltet haben und anhand des Feedbacks war klar, die anderen drei Folgen wollt ihr auch sehen. Und deswegen gibt es heute die Ausgabe 2. Die habe ich noch eingepackt, da liegt sie, Ausgabe 2. Vom Graf Zeppelin mit den ersten Decksteilen, so wie es aussieht. Ein Deck haben wir hier plus ein Holzteil. Ein Holzdeck, was mit draufgeklebt wird, höchstwahrscheinlich. Machen wir gleich. Und ein erstes Kanönchen ist auch mit dabei. Ein niedliches Kanönchen. Und zwar ein 3,7 cm Geschütz ist mit dabei. Mit einer LED, weil, wie wir letztes Mal gelesen haben, ich weiß nicht, ob bei allen, aber auf jeden Fall bei vielen Geschützen werden die Mündungen von den Geschützrohren leuchten. Bei Betätigung. Also sie feuern quasi und geben Licht ab. Ja, mal schauen, ob das funktioniert und wie das Ganze so dann im Detail aussehen wird. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns die Ausgabe 2 einmal an, was die so zu bieten hat. Ihr dürft gerne dichter kommen und dann geht's los. So, dann gucken wir mal rein in die Ausgabe Nummer 2. Ich drehe sie einfach mal um für euch. So, da haben wir sie. Ausgabe 2, wie sie vor einigen Wochen in Zeitschriftenhandel, zumindest in ausgewählten Regionen, lag. 6,99 € kostet die Ausgabe 2. Bei der ersten waren wir bei 1,99 € und dann zukünftig sind es 13,99 €. Aber erstmal natürlich, wie gesagt, ein Testlauf. Den gab es nur regional und es ist und bleibt ein Test. Übrigens, ich habe letztes Mal die Webseite mit eingebunden in den Kanal, beziehungsweise in die Videobeschreibung. Und ja, die Seite bringt euch nichts mehr, leider, weil die Webseite schon offline ist. Also von daher kann man sich das Ganze jetzt nur noch so anschauen. Auch die Online-Umfrage ist, glaube ich, auch schon erledigt. Da ist halt dieses Mal ziemlich flott gewesen. Aber okay, wir gucken uns das Ganze trotzdem an und dann geben wir halt auf diese Art und Weise unser Feedback ab. Ja, Ausgabe 2 und die entsprechenden Bauteile nehmen wir uns mal weg. Und ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, gerne nochmal hier das Modell, wie es aussehen wird, wenn es irgendwann überhaupt rauskommt und dann fertig sein wird. Ein Modell in einem Maßstab 1 zu 200, 1,31 Meter lang, 19 cm breit, 30 cm hoch, 8 Kilo schwer wird das Ganze sein, aus Metall, ABS-Kunststoff und die Decksteile sind aus Holz. Viele Beleuchtungseffekte, Lichteffekte, Soundeffekte, Raucheffekte ist mit dabei, alles per Fernsteuerung bedienbar oder vieles. Propeller, die Schiffsschrauben, Ruder und alles lässt sich bewegen. Die Davis lassen sich ausschwenken. Das Katapult wird funktionieren, Decksbeleuchtung, diese Aufzüge der Flugzeuge werden hoch und runter fahrbar sein. Also das kommt alles in diesem Projekt, das ist zumindest geplant, dass dieses Projekt so dann aussehen soll, das Modell so aussehen soll. Jo, letztes Mal bei der ersten Ausgabe gab es auch schon die ersten Rumpfteile. Das sind diese beiden hier, das oberste Bugteil und das erste Kielsegment haben wir schon zusammengeschraubt und das erste Flugzeug ist auch schon mit zusammengesetzt, wo wir es auch hier mit einem kleinen Motor, der mit eingebaut ist, gleich testen konnten. Test ist ein guter Stichwort, weil zum Ende kommt gleich auch ein Test. So viel kann ich schon mal sagen. So, dann nehmen wir einfach mal alles raus. Hier haben wir schon mal ein großes Decksteil. So sieht das aus. Dazu ein sehr geschwungenes, mal gucken, wie das gleich hält, Holzdeck, was hier mit drauf geklebt wird. Und dann viele Kleinteile, die zum einen aufs Deck, zum anderen, soweit ich das gelesen habe, dann als für das Geschütz sind. Das Geschütz an sich ist hier. Da ist es, das Geschütz. Und noch weitere Kleinteile, die teilweise auch gleich verklebt werden. Wenn ich sie rauskriege, da kommt so hier noch eins und dann noch eins, was sogar in Teaser eingewickelt ist oder ups, Verzeihung, Werbung, Klebeband und ein Kabel mit einer LED dran. Alles klar, weg, weg mit dem Müll, braucht keiner mehr.
Dann legen wir mal los. Ja, Ausgabe 2, gucken wir rein. Und zwar soll es losgehen mit dem Deck. Genau, das Deck soll beplankt werden, wenn man so nennen möchte, mit dem Decksbelag versehen werden. Und zwar haben wir hier, so wie ich das gelesen habe, zwei Abschnitte zum Abziehen. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Sieht zumindest nicht so aus, dass wir hier zwei Decksabschnitte haben. Oder zwei Streifen haben zum Abziehen. Schauen wir mal. Nö. Geil. Hat schon mal wunderbar funktioniert. Und ja, jetzt wird das Ganze entsprechend aufgeklebt. Natürlich gucken, dass wir das möglichst gerade aufsetzen. So sieht das aber schon mal gut aus, dass alle Löcher können wir das nochmal abziehen. Vorsichtig, weil es ist noch ein bisschen zu weit hinten gewesen. Probieren wir nochmal. Ja gut, großartig besser wird es nicht. Dann machen wir das erstmal fest. Drehe mal um, drück's drauf und trotz der Wölbung des Decksteils klebt es dann doch ganz gut. Ja, das schon mal gut. Hält. Alles klar. Sitzt. Dann brauchen wir die Rollenklampen. Das ist das und wir hatten noch eins, das hier. Die sollen jetzt hier an die Seiten mit angesetzt werden. Und zwar, dass die so ein bisschen überstehen. Das heißt, die gehen nur in einer Position. Denke ich mal so. Ja, oder so. Könnte natürlich auch passen. Interessant. Und die sollen auf jeden Fall festgeklebt werden. Das heißt, wir brauchen einen Hauchsekundkleber dafür. Aber das ist ja das kleinste Problem, dass wir hier ein bisschen Sekundenkleber nutzen. So, einmal soll, wie gesagt, ein bisschen abstehen. Und das gleiche auf der anderen Seite genauso. Ich mache mich an die Zapfenbecher was ran. Geht genauso. Kommt dann hier ran. Kommt dann hier ran, habe ich gesagt. So. Ja, sieht auch so aus. Alles klar. Haben wir dran. Dann kommt die Schutzplatte für den Buganker. Das ist jene hier. Soll nur eingesetzt werden hier vorne. Okay. Richtig? Nee, doch die falsche. Diese hier ist es. Ja. Die soll man hier nur reinklinken. Ja, hält auch wunderbar. Sehr schön. Dann kommen jetzt die Schutzplatten für die beiden seitlichen Anker ins Spiel. Das sind jetzt diese beiden. Und sollen auch nur eingesetzt werden, so wie ich das sehe. Alles klar. Passt das überhaupt? Ich bin nicht zu groß. Na gut. Klack. Kein Kleben notwendig, das hält von sich aus. Kräftig reindrücken, dann passt das. Alles klar. Und zum Schluss noch die Schutzhaube für die Ankerketteneinläufe werden festgeklebt. Wobei, gucken wir mal eben, ob das auch so hält. Ist ja nur ein Test. Oh, hält auch so. Daher, kein Thema. Wunderbar, haben wir auch. Ja, und dann geht es schon zum Geschütz. Da legen wir los. Wir haben hier eine kleine Platte, eine Bodenplatte und einen hölzernen Decksbelag. Die sollen miteinander verbunden werden. Alles klar. Die Folie abbekommen, kann es auch gleich losgehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Nein, so, jetzt. Und dann gucken, dass die beiden Löcher exakt übereinander liegen. So. Ja,
haben wir. Es wird hier empfohlen, dass man mit einer Pinzette das nachhilft, aber so geht es halt auch. Dann kommt jetzt die... Fügen Sie die drei Zapfen der Bodenplatte vorsichtig in die Bohrung der Plattform 2E ein. Achso, okay, alles klar. Die soll hier jetzt drauf kommen. Anschließend drücken Sie den Schaft an der Unterseite des Geschützes in die zentrale Bohrung. Nicht festkleben. Okay, dann soll das Ganze jetzt hier wohl so rein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Geht auch, glaube ich, nur in einer Position. Die Löcher sollen wohl übereinander zeigen. Ja, genau. So geht natürlich nur in einer Position. Alles klar. So. Haben wir auch in den Löchern versenkt, diese Bodenplatte. Dann kommt auch schon das Geschütz mit rein. Soll nur eingesetzt werden. So, und nicht festgeklebt werden. Auch interessant. Alles klar. Und dann befestigen Sie die Plattform vorne auf dem Unterdecksabschnitt. Drücken Sie dazu den Schaft und zapfen vorsichtig die Bohrung des Decks. Nicht festkleben. Nochmal. Alles klar. Und hier soll es rein. Na, dann gucken wir mal, ob das alles so hält, wie wir es denken. Naja, okay, es ist locker. Aber es hält. Okay, na gut, aber es ist locker, es fällt auch wahrscheinlich gleich wieder raus. Aber es sitzt, drehen kann sich nicht, also okay, wir sollen es aber nicht festkleben, steht nichts dran. Na gut, und dann kommt noch der letzte Schritt schon für heute. Ja. Entwirren diese LED, die auch sehr interessant zusammengewickelt wurde, merke ich gerade. Ah ja, jetzt, okay. So. Hier ist eine LED, wie man sehen kann. Da ist sie. Und die soll jetzt in den Tester gestopft werden. Und zwar in den direkt neben dem Motor hier. Hier ist der größere Stecker. Steht auch LED dran, netterweise. Und dann sieht man schon, aha, es leuchtet. Da ist es. Und dann sollen wir die LED einfach nur hier unten in diese Vorrichtung reinstecken von dem Geschütz. Beziehungsweise das hält nicht im Leben, nie im Leben. In den Schaft an der Unterseite ein. Das ist witzig, weil wie soll das passen? Die LED passt da nie im Leben durch. Die würde ich dann nie im Leben durchkriegen. Mit sehr viel Schwung. Na doch. Ein bisschen drücken. Hätte ich auch nicht gedacht, alles klar. Okay. Man will ja auch nicht zu viel drücken und dann irgendwas kaputt machen hier. Weil da geht es nämlich gerade nicht rein. Mehr tut sich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich wird hier verschraubt, könnte ich wetten. Irgendwann mal. So, hier, da. Aber okay, es sitzt auf jeden Fall drin, aber halt nicht in der Top-Position. Oder doch noch, kriegt man das irgendwie hin? Na doch, es wird. Ich traue dem Rad nicht, da rein zu drücken oder drauf zu drücken, weil alles locker ist. Ja, weiter geht's wirklich nicht. Na gut, nehmen wir erstmal so hin. Und dann sehen wir aber hier auf der Oberseite, dass die beiden Rohre hier leuchten. Und ich könnte wetten, so locker, luftig wie diese Dinger hier sind, das sind Lichtleiter. Garantiert. Die hier das Mündungsfeuer quasi sind und das Ganze beleuchten. Ja, das ist es dann für die Ausgabe gewesen. Mehr soll man nicht tun und die LED können wir wieder abnehmen. So, vom Stecker.
Und das ist dann für Ausgabe Nummer 2 gewesen. Was ich aber nochmal sagen muss, ist, so schön der Effekt ist, guckt euch die Rohre an. Sieht man das? Da sieht man das ganz gut. Das sind ja, wenn es wirklich so ist, wie ich denke, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, Kabel. Und die sind natürlich, das ist so ein Gummimaterial. Deswegen sind die hier so gebogen. Ob das so doll aussieht, weiß ich nicht. Ne, das sind auf jeden Fall Lichtleiter. Die müsste man schon zurechtbiegen, damit die einigermaßen gut aussehen. So vielleicht jetzt. Jetzt okay. Aber es sind halt eben nur dünne Rohre. Ob das jetzt so gut ist, so optisch gut ist, Geschützrohre als Gummilichtleiter darstellen zu lassen, nur damit da ein Lichtpunkt erscheint, weiß ich nicht. Also vielleicht kann man das auch anders machen, dass man eben vielleicht dann so einen dünnen Lichtleiter, ja, kennen das ja von der Yamato und der Andromeda und der Hyuga, da einfach durch so ein Plastikrohr durchstülpt und dann das Ganze so aktiviert. Das geht natürlich auch, ne? Das haben wir ja schon oft genug getestet. Also das könnte man, ich würde ehrlich sagen, das könnte man noch optimieren, weil so ein biegsames Geschützrohr, ne, wie hier, weiß nicht. Also ist mir jetzt nicht so, gefällt mir jetzt nicht so, muss ich ja ehrlich sagen. Aber die Idee natürlich super, aber ja, Umsetzung ist ja nur ein Test. Aber wer weiß, ne, sowas darf man ja gerne mal erwähnen. Ja, das war alles dann für Ausgabe Nummer 2. Indem wir unser Deck haben und unser Geschütz mit drauf gesetzt haben. Ne? So sieht das aus. Kann ich gerne nochmal so zurecht drapieren fürs Titelbild. Dann weiß man gleich, worum es geht. So, falsche Richtung. So. Und dann war es das schon für Ausgabe 2. Ja, ihr Lieben, Ausgabe 2 ist abgeschlossen von unserem Graf Zeppelin Testlauf. Und das Deck, das erste vordere Deck, der Decksabschnitt, wie man es nennen möchte, ist soweit mit Holzdeck beplankt. Ein paar Details sind rangekommen und das vordere Geschütz sitzt tatsächlich nur provisorisch drauf und hat dann eben, wie ihr gerade schon gesehen habt, den Lichteffekt mit dabei. Aber wie gesagt, diese wackeligen Geschützrohre, da bin ich jetzt kein Fan von. Naja, mal gucken, was dann kommt, wenn das Projekt erscheint, sofern es erscheint, wie das Ganze sich dann lösen wird. Bin gespannt. Ja, wie geht's weiter? Ich habe ja noch 2 Testausgaben für euch, und zwar Ausgabe 3 kommt als nächstes. Da geht es um das Katapult, das erste Katapult. Das habe ich hier schon liegen, ihr Lieben. Das sieht so aus, die Einzelteile vom Katapult. Auch hier ist eine LED drin, nicht keine LED, eine Platine mit drin. Da werden wir nämlich uns drum kümmern, den Strom weiterzuleiten. Denn auch wenn das Flugzeug, was wir hier haben, auf dem Katapult sitzt, sollte sich der Propeller dann bewegen lassen. Mal gucken, ob das Ganze nächstes Mal funktioniert. Aber erstmal bauen wir das Katapult an sich dann zusammen. Das ist dann der Plan fürs nächste Mal. Ja, das war alles für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne die Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Und ihr dürft gerne natürlich auch den Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier online gehen. Entweder von mir, von Tobi, unsere gemeinsamen Projekte, was auch immer sonst noch so online geht. Wer weiß, das kommt dann Stück für Stück. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in den nächsten Tagen geht es dann mit Testausgabe Nummer 3 unseres Graf Zeppelin Tests weiter. Ja, in dem Sinne, habt noch einmal schöne Tage, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.